Moin, moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle on the Front. Heute spielen wir im neuen Modus, der auch neu dazugekommen ist, nämlich in Battle of Jakku ist Battle of Jakku dazugekommen. Bababam. Heute spielen wir Wendepunkt im Friedhof der Giganten. Ja, natürlich Star Wars 7 und an dem Tag, wo ich das hier kommentiere und nach Möglichkeit auch hochlade, werde ich Star Wars 7 sehen. Also gleich nochmal, bevor ich hier sehe, ich sitze schon im Kinosaal und mache noch hier meine letzten Commentaries. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch ein bisschen zu OP. Ja, wir sind heute hochmotiviert, auch wenn es eine nachkommentierte Folge ist, wie die letzte. Sind wir heute hochkommentiert hier was zu holen, hochmotiviert hier was zu und hochkommentiert, jo. Da sieht man schon wieder, wie er es kann. Und zwar gar nicht. Mit der DL, mit der OP-Waffe schlechthin heute mal. Ich meine, das ist die Folge, wo ich sie als allererstes genommen habe, also als allererstes getestet habe. Ja, und dann werden wir direkt mal von einem Thermaldetonator detoniert. Ja. Und dieser Modus, ja, insgesamt jetzt schon ein paar Mal gespielt, ist nicht wirklich so fesselnd, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ganz klar. Wendepunkt hört sich irgendwie krass episch an. Aber, also, Battlefront setzt echt nicht so auf Tiefgang. Aber ich finde, dafür haben sie genügend Maps drinnen, ja, und auch recht reichhaltige Maps, finde ich. Auf der anderen Seite gibt es wenig Geheimgänge. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sehen. Ja. Na, da kriegt er ganz schön was mit. Hätte ich ein bisschen mehr aufgeladen, wäre er weg. Ah, gut. Gepastet, da ist noch einer. Wann verliert er das Körperschild? Ja. Jetzt kassiert er. Ja. 6 erobern den Kontrollpunkt thermal. Kontrollpunkt wird gesichert. Überladene Waffe. Schön, aber sofort geholt. Ärgerlich, aber okay. Merkmal Stufe 3 habe ich noch nicht so oft geholt. Wann holt man das eigentlich? Ich weiß es nicht. Intelligente. Ist natürlich schon krass, die intelligente Rakete. Hier brennt das Schiff ab. Mich wundert es ehrlich gesagt irgendwie immer, dass es Schiff heißt. Oh, scheiße. Ginger Lord ist online. Ja, das ist jetzt relativ egal. Gleich haben wir... Ach komm, den muss ich doch holen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, wie ich mich da verhalte. Im Ernst. Unsere Leute übernehmen einen Kontrollpunkt. Heute jetzt mal, jetzt gerade mit dem Körperschild schon unterwegs. In der letzten Folge ja noch nicht. Aber doch nicht mit dem geupgradet. Das wird dann in der nächsten Folge, denke ich mal, von starten gehen. Scheiße! So, wir verstecken uns hier. Mal gucken. So. Wir laufen die ganze Zeit auf dem Hals rum von ihm. Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ganz klar. Hier wäre ein Thermaldetonator nicht schlecht gewesen, aber da können wir natürlich jetzt auch nichts gegen ändern. Da kann ich mich jetzt ärgern.
bis ich hier alt und grau werde. Ich denke, dass auch diese Runde nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ja, so sieht es nämlich aus. Gar nicht so hell, wie ich mir das erhofft habe. Platz 15 ist natürlich noch nicht so geil. Okay, ich habe das erste Mal die DL44 benutzt. Vielleicht kann man das eventuell als Entschuldigung sehen dafür, dass das eigentlich die OP-ste Waffe im ganzen Spiel ist. Unsere Leute nehmen einen Kontrollpunkt ein. Aber Scheiße. Heute habe ich echt Pech mit der Impulskanone. Ja, schön. Warte mal. Fliegt so weit. Ja. Ach komm. Jo, er hatte noch. Ach so. Ich dachte, er hätte noch 100 gehabt und dann war es da, aber der andere. Ja, Orbitalangriff. Aber warum? So, jetzt ist der Orbitalangriff endlich mal. 6,5 Minuten sind wir jetzt hier schon etwa dabei. Komm. Ja, das wäre auch lächerlich gewesen. Ja, super. Da wäre das Körperschild eigentlich ganz krass gewesen. Dann hätte ich mich neu orientieren können. So nascht er mich weg. Schaffe ich das? 8 HP, 8 HP, 8 HP. Ja, schön. Lädt sich wieder auf. Das finde ich ganz gut, dass es sich letztendlich doch recht schnell wieder auflädt. Ja, finde ich schon. So. Jetzt hier kam wir einem Tyrak rum. Ja, okay. Wir nehmen es an. Und sehen, hier ist keiner. Krass. Die Pulskanone ist dieses Folge echt Müll. Links müsste doch einer sein. Ja, doch nicht. Ach, komm. Ist doch lächerlich. Zielschuss, Zielschuss, Zielschuss. Mal rege ich mich massiv darüber auf. Mal nutze ich es selber. Man weiß es nicht. Komm. Scheiße, der wurde auch geholt. Genascht. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Das war wohl ein implodierender Ploder. Na, komm, er hatte nichts mehr. Och, komm. Ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. 5-9. Immer noch nicht krass. Aber Platz 15 ist auch nicht krass. Aber es ist zumindest nicht ganz unten. Ich meine, es ist auch schwer, ganz unten zu landen bei Battlefront, aber ich bin nah dran, sag ich mal. Endlich funktioniert sie mal. Komm, nur ein Assist und dann auch noch. Ist doch lächerlich. Es ist 6-9, 6-10. Ja. Also sie ist einfach auf weit. Ist einfach schlecht. Scheiße.
Da ist sie dann einfach schlecht. Ich bin jetzt gerade auch nicht konzentriert, weil ich ja nachkommentiere. Doch, ich bin aber recht konzentriert gerade auf die Aufnahme. Weil es natürlich auch das erste Mal, dass ich sie quasi ansehe. Vorhin mal einmal geguckt, ob Ende und Anfang komplett drauf ist und es keine Bugs in Anführungszeichen gibt. Und als ich dann bemerkt habe, dass es keine gab, habe ich mich hingesetzt und den kompletten Nachmittag, obwohl es Vormittag ist, die damit verwendet, obwohl es strahlender Sonnenschein bei grauen minus 7 Grad ist, werde ich hier, setze ich mich draußen in die Sonne bei minus 7 Grad und nehme hier Star Wars Battlefront auf. Mir ist hier eiskalt draußen in meiner Butze, die etwa auf 20 Grad geheizt ist. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Oder nicht. Ich weiß es gerade selber nicht. Auf jeden Fall scheint die Sonne durch das Fenster und erinnert mich massig dabei, wie ich einen Kill hole. Und dabei zu sehr, wie ich Kills geholt habe. Sag ich mal so. Komm, hier holen wir. Lucky Punch! Das ist doch lächerlich, ganz im Ernst. Das ist doch lächerlich. Der letzte Kontrollpunkt muss erobert werden. Wir müssen ihn endgültig erobern, ganz klar. Und ich spiele hier eine minderwertige Rolle nicht, aber eine untergeordnete Rolle, sag ich mal. Ist da, ja, das frei. Ist frei. Ja, okay. Ach komm. Dann würde ich sofort genascht von der RT-97C. Die ist von den schweren Blastern echt am besten. Vielleicht ist die T-21B noch besser. Aber die RT-97C ist eigentlich schon recht ordentlich. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Jo. Nicht nachlassen hier. Am schlechtesten ist natürlich die DLT-19. Obwohl ich sie irgendwie auch witzig finde. Die ganze Zeit lang habe ich sie auch verwendet. Ich weiß gar nicht, ob noch Let's Play-Folgen mit der DLT-19 online sind. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da habe ich schon die andere verwendet. Wir besetzen den letzten aber Kontrollpunkt. Achtet auf feindliche Truppen. Schön. Ja, da hätten wir fast zwei weg. Boah. Wenn er natürlich auch die DF-44 hat, habe ich da keine Chance. Das Kabel ruckelt hier gerade über den Tisch. ...13,5 Minuten versuchen wir jetzt schon verzweifelt diesen letzten Kontrollpunkt einzunehmen. Und das Imperium wehrt sich starr und ich pralle im Grunde nur ab. Ich hole mal den einen oder anderen weg, aber richtig was reißen kann ich hier nicht. Muss man leider so sagen. Weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war. Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber wir sind noch da. Das ist doch schon mal positiv. Wir wurden nicht geholt. Thermaler? Komm! Ja, das hätte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich mich wieder aufladen, genau. Ich, ja, okay. Er wurde auch geholt. Ist hier einer? Ja. Och komm! Ist doch lächerlich. Da will ich den holen, dann. Ja, sehe ich auch. Aber er wird geholt. Nein! Was für eine Genauigkeit hat diese scheiß E11? Hey, das hatte ich doch schon freigeschaltet. Oder nicht?
verwirren. Verwirrend. Jetzt schon 15 Minuten versuchen wir es hier. Und wir haben noch eine Minute etwa. Jetzt rücken wir mal wieder vor. Achtet auf feindliche Truppenbewegungen. Machen wir. Komm. Tschüss. Sehe ich auch, leider. Oh, ach komm, EE3, das ist doch auch eine eigentlich irgendwie echt krasse Waffe, aber die ist halt doch recht hart genau. Ja, komm, ging. Ja, T97C. Heißt sie überhaupt so oder heißt sie nicht RT? Weiß ich gar nicht. Jetzt war ich verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob mir das Körperschild dagegen überhaupt etwas bringt. Hätte ich es mal abgegradet. Aber okay. Ist ja nicht so, als hätte ich das später schon gemacht. Noch 3, 2, 1. Drüber! Wir haben wieder eine tüvige Niederlage eingefahren und damit verabschiede ich mich leider. Mit Platz 15 die ganze Runde über 17, 18. Warum war denn der... Ach komm, wir hätten schon auf Platz 14 sein können. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Tag. Tschüss.